Und da sind wir wieder hier bei Torgeschossen. Hallöchen, mein Name ist TG vom Kanal Durchgespielt. Bla 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 bla. Los geht's. Letzte Runde haben wir gegen den SL Benfica. Oder wir, was ist wir? Haha, ich hab gewonnen. Gegen den SL Benfica. Was natürlich eine portugiesische Mannschaft ist. In der ersten Liga aus Portugal. Wer kennt sie denn nicht? Saisons spielen 0. Stand da gerade, ist das richtig, was? Jetzt spielen 1579 Leute. 1579. Wir nehmen wieder Bayern 04. Hoffentlich wird diese Runde jetzt genauso gut wie die letzte. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es einfach mal. Wenn nicht, dann, ne? Es ist alles live. Das sehen wir alle nach. Hoffe ich zumindest. So, Gegner wird gesucht. Gegner gefunden. Also, das läuft anfangs hier zumindest immer noch sehr gut. Mit dem Gegner finden. Das hatte ich bei FIFA 13 später nicht mehr. Im fortgeschrittenen Stadium des Releases. Boah, was laber ich da, ey? Oh, bla bla bla. Ja, zumindest hatte ich das Problem, dass ich nachher keine Gegner mehr gefunden hatte. So, wir spielen Schalke gegen Bayern. 04 gegen 04. Also Bo 4 gegen So 4. Los geht's. Gegen Nils, guck. Oh, Nils. Nils, mach keinen Blödsinn. Ja, oder ich mach keinen Blödsinn. Oh, der scheint schon ein bisschen... Oh, Nils macht ein Tor! Liegt jetzt einfach darin, dass jetzt... Ja, ich entschuldige mich, war Rechtfertigungsmodus an. Ich war jetzt einfach noch nicht konzentriert genug. Aber jetzt wird das was hier. Ah, er macht zumindest hier einen Torabbrecher. So, jetzt geht's aber ab. So, jetzt spiele ich da mal richtig. So, und jetzt wieder mein typischer Flügelsturm hier. Und rüber. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. So. Simon Rolfes. Wieder runter. Ne, Nils, es tut mir echt leid. Oh, jetzt wird jemand großkotzig hier. Oh, nee, da sollte er nicht hin. So, jetzt wird jemand großkotzig. Habe ich eigentlich gar keine Berechtigung zu. Oh, zurück zum Torwart ist immer gefährlich. Das kann für Unmut sorgen. Jetzt aber hier. Komm, los, und nach vorne. Und, so nicht. So nicht. Boateng, das frühe während sich das, das erste Spiel mehr so in seiner Hälfte abspielte, spielt sich das jetzt hier mehr so in meiner Hälfte ab bis jetzt. Ey, jetzt holt den Ball da weg. Meine Güte. Ihr seid zu nah dran, also schieße ich den mal ganz weg. Oh. Draxler. Güntheler. Ja, los, nimm den Ball weg und weg damit. Aber nicht zu dem. Oh nee, ich dachte, wir andere würden dran gehen. Da bieten sich einige Mitspieler im Strafraum an und warten auf die Flanke. Ja, zumindest ist er ein würdiger Gegner. Wie ich schon erwähnt, ich bin ja wirklich nicht gut in dem Spiel. Ich kann ja echt nur lernen. Ah, zu weit rüber. Schade. Also Flanken habe ich auch noch nicht so ganz. Das Wetter ist aber sehr gut gerade. Hier zumindest, also im Spiel. Und Achtung, genau hingeschaut. Ha. Okay, also Chancen sind auf jeden Fall da. Das muss man ja schon sagen. Ich gebe auch nicht kampflos auf hier. Außerdem ist es gerade mal 1-0. Welche genauso schon wieder andere. Oh. Mein Gott, ist das fahrlässig, an dieser Stelle den Ball zu verlieren. Lars Bender. Ja, nicht zu weit. Schade. Ja, aber das war auch nicht wirklich eine schwierige Aufgabe. Gutes Tackling auf der Außenposition. Na, der sollte da oben spielen. Der spielt den da unten. Aber vermutlich, weil ich da hingelegt habe. Oh, da sollte ich da auch wieder nicht hin. Ey, jetzt habe ich es aber gerade. Man merkt aber auch sofort, wenn man hier so in Stress gerät,
rede ich auch gleich weniger. Was natürlich jetzt nicht Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte ist. Abwehrleistung, das muss man so deutlich aussprechen. Ja, ist es auch wirklich. So, jetzt haben wir wieder Platz. Nein, doch kein Platz. Ach, ich wollte abwehren und schieße. Na komm, abflach hier. Boah. Guter Schiedsrichter. Was? Für Schalke. Was habe ich denn gemacht? Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Sydney Sam. Wie die sich die Bälle auch vorlegen, ne? Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Mal drauf schießen jetzt hier. Den hat er super rausgeholt. So, jetzt ist wieder no, Abwehr gefordert, denn es gibt Eckball. Der Kopfball. Ah, schade. Etwas Glück hat er den Ball gesehen, aber dran kommen konnte er nicht. Nee, niemals. Also da wollte Sprungfedern in den Fußballschuhen. Da die Kommentatoren. Aber sowas von abseits, aber schön rüber geköpft. Schön im hohen Bogen rüber. Es wäre zwar eine gute Tormöglichkeit geworden, aber klarer kann man nicht im Abseits stehen. Na. Seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Na, sie kriegt den Ball ja nicht. So. Wieder abseits. Ach, wie ärgerlich, ey. Ach, warum wieder so einen Meter weit? Das habe ich noch nicht so ganz im Blick, wann die im Abseits sind und wann im Abseits sind. Nein! Da gibt es sicher auch bessere Möglichkeiten, daraus ein Tor zu zaubern. Wenn so quasi, na gut, alleine vom Tor stand ich ja nun auch nicht. Aber ich stand auch nicht so weit weg. Na, den zum Beispiel, das wüsste ich auch noch. Boah, ey, der kriegt jetzt aber auch die. Also, Torchancen habe ich ja genug. Ich verwandle sie immer wieder nur nicht. Das ist ja wie auch mein großes Problem. Und das ist sie, die Schussstatistik. Und das ist ein Jetzt sieht er ab! Das war ein richtiger Kracher. Und Eckball gibt's. Das muss man doch besser ausnutzen können. Ah, zu kurz. Und nun Jefferson Fafan. Reinhardt. Na, hol den Ball. Nein, holt ihn nicht mehr. Rollt über die Seitenlinie. Lars Bender. Oh, wenn ich die kriege, mehr als Glück, ey. Siehst du? Hadi, Glück habe ich in dem Spiel nicht. Na, ist wieder nicht vorbeigekommen. Geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Na, jetzt aber, komm, runter. Gut, dass er mich nicht hört. Na, wo ist jetzt mein Mittelfeld? Mittelfeld ist weg. Ein Glück, dass meine Verteidigung noch da ist, ey. Sydney Sam. Na, alle hopp. Draxler. Das nennt yeah. Der sehr schön. Er liest die Situation. Was will denn boah. 1:0 zur Pause sagen? Also, es steht zwar 1:0, weil ich am Anfang nicht konzentriert war. Wieder recht wohl, Fertigungsmodus, merke ich gerade. Warum denn nur so wenig Tore in diesen ersten 45? Aber, ne? Man kann nicht sagen, dass ich hier. Warte mal, ich mache mir hier offensiv hier. Jetzt geht's ab. Man kann nicht sagen, dass ich hier mit den letzten Grütze zusammenspiele. Also Torchancen hatte ich ja ein paar. Der zweite Durchgang läuft. Einwurf für mich. Ja, das war klar. Oh, yo. Ja, so. Wieder zu weit. Und ein Lag mittendrin. Was aber nicht so schlimm ist. Weil der Ball war eh zu weit. Entwickeln. Nein, was mache ich denn da? Wieso lenke ich denn nach unten? Hey, ja.
Das habe ich aber auch immer bei FIFA. Dann werde ich irgendwann nervös und fickerig und so. Ja, komm. Schub mich doch ein bisschen ganz weg, Junge. Einfach nur wegschieben. Voll in Ordnung. Na super. Ja, ich hätte gleich den Ball geben können, ey. Dann haltet den Hüntler auf hier. Und haltet den auf. Nein, nein. Okay, das war jetzt wirklich meine Schuld gewesen. Liegen hier jetzt aber deutlich hin. Jetzt müssen sie es aber wissen, dass der Mann gefährlich ist. Jetzt hat er schon zwei Tore gemacht. So, und hier sind wir ganz schön. Es ist ihm völlig schnuppe, ob da die Verteidigung dran ist. Setzt sich durch. Ein unglaublicher Stürmer. Lars Bender. Super Flanke. Eine schade. Also Torwart ist echt wesentlich besser als bei PES. Bei PES wäre jetzt auch drin gewesen. Nochmal ich denn. Und über diesen Pass freut sich nur der Gegner, denn der kriegt Einwurf. Los, los, los. Mach hin, Nils. Kevin Prince Boateng. Ja. Lauf einfach, einfach laufen. So, Plumps. Hier plumps mal wieder hin. Schon steht es nur noch 2-1. Was würde seine Mannschaft nur ohne ihn machen? Völlig berechtigte Frage. Er ist der Superstar dieses Teams. Was? Das wäre Kiesling gewesen, nicht Sam. Aber ja. Komm, es ist nur ein Tor. Zwei Tore um zu siegen. Das ist ein sehr schönes Passspiel, das die Fans hier zu sehen bekommen. Oh, jetzt spielt er auch zurück zum Torwart. Reaktionen auf den Tribünen. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Und Achtung, wo passt denn der schon wieder hin? Ach du lieber Himmel. Und er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Oh, jetzt wird er auch nervös. Wie ich. Müsst man auch in meine Stimme hören, dass ich nervös werde hier. Ach komm, nimm mal den. Ich bin wenigstens nicht angegriffen gerade. So, wieder rein. Attackiert. Geht er rein? Ah, schade. Es geht doch, es geht doch. Ja, das gibt dann Eckball. Sicher weggefaustet. Na? Okay. Keiner da von mir. Schön, alle weg. Ja, lauf dann noch weiter. Topper. Ja, ja, ja. Hoch, runter, hoch, rüber. Nein. Nein. Oh, ja. Ja, aber echt jetzt. Na, ob ich das hinkriege? Ich glaube nicht. Und hier der Freistoß. Sag ich ja. Reinhardt. Wieder abseits. Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Die sind sauer auf den Assistenten, der da die Fahne gehoben hat. Neustädter. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Na. Der Steilpass als Überraschungselement. Manchmal auch für die eigene Mannschaft. Güntheler. Na. So. Und na, abseits. Jo. Ein sehr später Abseitspfiff. Komm, ein Tor wenigstens noch, dass ich wenigstens einen Punkt kriege hier. Sydney Sam. Weiß ich wohin. Weiß ich wohin? Jetzt weiß ich wohin. Sie stehen ja nicht oben zu zweit. Und da wusste er überhaupt nicht, Einwurf. Mehr, was er so machen sollte in dieser Situation. Da hat er den Ball einfach ins Ausgespielt. Bei diesem Spielstand sind sie nicht aufgestiegen. Andererseits brauchen sie aber auch... Einfach mal drauf schießen. Können immer mal reingehen.
Klasse gelöst die Situation. Ach, jetzt haut er weg. Und zurück. Und runter. Das ist halt. Oh, das war ja der. Jetzt habe ich den Schiedsrichter angespielt. Na. Schade. Ball abgewehrt, alles richtig gemacht. Ein guter Pass, aber der Verteidiger steht. Achtung! Na, wieder knapp daneben. Schlagzeile sichern können. Ja, erstmal war das nichts mit dem Doppelpack, aber ich glaube, das kommt noch. Ich habe das Gefühl, der ein oder andere hier hat seine Nerven nicht wirklich im Griff. Sieht man hier ganz, ganz deutlich. Da muss man mehr rausmachen. Es ist nicht mehr so lange zu spielen. Oh nein, ich glaub, da geht noch eine Menge in diesem Spiel. Und die Abwehr aufmerksam. Na. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Na, da wieder viel zu viele von denen dabei. Na und ein Wurf von dem. Kommt, glaube ich, schon noch. Oh. Das wird aber wahnsinnig knapp, du. Und nun Jefferson Fafa. Guck mal, habe ich hier zugespielt. Bin ich nicht nett? Und nun Christian Fuchs. Na. Im Mittelpunkt. Keine Nachspielzeit. Oh. Das war ein schlechtes Zeichen für mich. Ein ganz schlechtes Zeichen für mich. Und noch viel schlechteres Zeichen für mich. Wann pfeift er ab? Kiesling. Jawohl, abgefangen. Na, ja, schade. Komm schon. Komm, ein Tor noch. Simon Rolfes. Schade. Na gut, okay. Na, das ist ja auch zu erwarten, dass ich nicht alles gewinne hier. Schade, schade. Aber ich habe zumindest nicht aufgegeben. Möchte das Spiel wirklich beenden? Ja, will ich. Okay, es bleibt bei 6 Punkten bei 4 Spielen. Immerhin. Geht. Für meine Verhältnisse geht das sogar sehr gut. Okay, ja. Alles weitere natürlich in der nächsten Folge. Tor geschossen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche etc. pp. Tschüsschen mit Öhrchen.